Hi miteinander, wir sind endlich angekommen. Wir sind jetzt in Mosambik. Die Reise ist länger gegangen wie erwartet. Wir sind zuerst von München nach Kairo geflogen. Wir haben dann nicht erfahren, dass unser Flug storniert worden ist, aus welchem Grund auch immer. Wir wissen es bis heute noch nicht. Wir sind dann in ein Hotel gebracht worden, in Kairo, im Flughafengebiet. Dort sind wir mehr als 24 Stunden, glaube ich, gewesen. Hat kein Bad, also nichts dabei gewesen, weil wir nur Handgepäck dabei kennt. Und es war trotzdem schön. War cool. Ja, klar. Entspannung. Wir haben entspannen können. Wir haben ja gewusst, es kommt noch mehr. Genau. Und dann haben wir eigentlich für das gratis erst so alles gekriegt und sind dann halt wieder geflogen. Am nächsten Tag erst am Abend, um 11 Uhr nach Johannesburg. Und von dort haben wir einen kleinen Bus genommen nach Nelspruit in Südafrika. Und dort haben wir dann übernachtet und dann sind wir mit einer Freundin von mir endlich nach Maputo gefahren und sieht, vorgestern sind wir in Maputo, in Mosambik. Ja, und für mich ist natürlich eine Art Homecoming, weil ich 2011 schon mal da siebeneinhalb Jahre da geschafft habe. Und für Michael war das dann schon ein anderes Erlebnis. Ja, absolut. Gerade wenn man so von Südafrika über die Grenze nach Mosambik kommt, da ändert sich so ziemlich alles. Ja, das sind wir einfach überhaupt nicht gewohnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man noch nie in Afrika war, weiß man glaube nicht, wie das ist. Vielleicht ist es in Indien teilweise auch so, oder es gibt sicher noch Länder, wo das auch vielleicht so ist, aber ja, das ist ganz was Eigenes. Ja, und jetzt haben wir es leider noch nicht geschafft nach Masaka, weil die Schwester fährt uns erst am Freitag an. Wir haben ja zwei Koffer verspenden dabei und jetzt fahren wir am Freitag dann an und jetzt die Woche ist mal so ein bisschen E-Lehrer in der Stadt, heute haben wir schon ein paar Sachen organisiert und jetzt sind wir ein bisschen an der Costa do Sol, ein bisschen mehr, ein bisschen entspannen. Und ja, so wie sind wir bisher die einzigen Weißen, aber man wird ein bisschen angestarrt von allen Seiten. Aber das ist sehr ungewohnt, wenn man das nicht kennt. Man ist wirklich so ziemlich die einzigen Weißen, wenn man irgendwo durch die Stadt läuft und jeder schaut die ab, oben bis unten. Ist interessant, ganz ungewohnt, kennen wir einfach nicht. Ja, also wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder bei euch melden und dann sagen wir euch, wie das so ist im Dorf, wie die Kinder sich freuen über die Sache und was man so den ganzen Tag in so einem Zentrum eigentlich macht. Bye bye! Bye bye.